Hi und herzlich willkommen zu Part 21 unseres Amazing Life Let's Plays mit der lieben Macy. Im letzten Part haben wir eine WG-Party gefeiert, die ein bisschen ausgeartet ist. Ja, Macy hat vielleicht einen kleinen Fehler begangen und ist mit Mooney in die Kiste gesprungen. Ich kann ja gar nichts dafür, Leute. Lasst mich da raus. Ich habe auf jeden Fall eure Kommentare gelesen und ihr wart alle so, oh nein, Red Flag, dieser Typ, oh mein Gott. Ich fand es ein bisschen lustig. Ja, ihr habt ja recht, das ist ein bisschen eine Red Flag, ne? Witzigerweise möchte Macy auch direkt wieder mit ihm Schluss machen. Das haben wir am Ende vom letzten Part noch erfahren. Und ja, let's do it. Ich werde das natürlich anleiern. Das, was sie möchte, werden wir natürlich tun. Und ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal seit Amazing Life keinen Plan gemacht, was in dieser Folge passiert. Normalerweise bin ich für jedes Let's Play, für jede Folge, habe ich einen Gedanken im Kopf, den ich gerne so durchziehe oder wo ich sage, okay, das in die Richtung geht, dieser Part ungefähr. Und dann passieren ja trotzdem immer alles Mögliche an anderen Sachen. Aber diesen Part habe ich keine Ahnung, was passiert. Und ich denke mir mal, das ist auch mal okay. Wir starten einfach rein und gucken mal, was mit Mooney passiert. Was mit der WG passiert und wir machen einfach mal Freestyle heute, okay? Okay. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Part und let's go! Hier steht Raya. Raya guckt Fernsehen. Raya, was gibt's im Fernsehen drin? Irgendeine Kochshow. Super Sache. Auf jeden Fall ganz toll. Ja, es gab gestern ein riesen Sims-Update. Nee, vorgestern. Und es wurden sehr, sehr viele Mods geupdatet, falls ihr jetzt hier oben eine komische Ansicht habt oder so. Also ich habe gerade die Better-Build-By nochmal rausnehmen müssen von Twisted Maxi, weil die hat mir die Ansicht hier oben verfuscht. Falls ihr generell mit Mods und CC spielt, denkt bitte dran, dass die Mods geupdatet werden müssen. Es gab unglaublich viele Updates. Childbirth, Panda, also Childbirth von Pandasama. Es gab ein Update von der Realistic Life and Pregnancy Overhaul. Genau, also ziemlich viele Mods wurden geupdatet. Schaut einfach mal in der Modliste vorbei, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr es nicht so kompliziert habt wie ich und jedes Ding durchklicken müsst, könnt ihr einfach auf der Modliste reinschauen. Okay, wie dreckig bist du eigentlich, Macy? Da musst du dich jetzt bitte mal ein bisschen kümmern hier. Mach mal die Schüssel voll für Karamelltörtchen und dann werden wir Karamelltörtchen auch baden müssen. Das kannst du dann bitte in deiner Badewanne machen. Was geht hier? Oh mein Gott, was geht hier vor allen Dingen? Hey, hi, bist du auch auf der Uni? Neil ist jetzt kein Teenager mehr, Leute, das sag ich euch aber. Neil ist jetzt kein Teenager mehr, okay. Neil ist ein junger Erwachsener, ist das schön. Hi, Neil, wer bist du? Die beiden reden miteinander, das ist voll schön. Ihr geht später mal zum Arzt oder so. Hat er jetzt kurz Geburtstag? Ah ja, perfekt. Quatsch mal ein bisschen mit ihm, das ist ja voll toll, dass ihr euch da ohne mich kennengelernt habt. Ja, er stinkt halt leider ein bisschen, ne? Sind das denn deine Uni-Hausaufgaben? Das sind doch deine Uni-Hausaufgaben, ob du die bitte wieder einstecken möchtest. So, wer ist er und wie findet er ihn? Let's have a look. Als einfach aussehend wahrgenommen. Er findet ihn cool. Okay, ja. Das ist doch interessant, Leute. Wir smalltalken mal mit ihm. Vielleicht findet er hier einen Freund. Das wäre doch schön. Er hat noch einige Sachen ausstehend. Programmieren muss er Hausaufgaben machen. Da kann er eigentlich gleich alles machen. Oh, jetzt haben sie eine beschämte Situation erlebt. Naja, gut, okay. Yuki, was geht bei dir? Wurdest du jetzt eigentlich schon an der Uni angenommen? Was ist denn da los? Check doch nochmal. Ah, wahrscheinlich morgen früh dann, ne? Ja, sie soll morgen früh den Bewerbungsstand checken. Okay, Macy hat sich hier um unser Hündchen gekümmert. Willst du Karamell jetzt bitte auch mal baden, Mace? Es wäre mir wichtig. Oh, sie mag elektronische Musik. Cool, Raya. Was geht bei dir denn eigentlich, Girl? Wir könnten mit dir... Wo liegen denn ihre Interessen nochmal? Ich muss direkt mal schauen. Sie möchte gern schreiben, gell? Vielleicht kann ich sie... Ach, sie hat gar keinen PC. Ah doch, wir haben auch hier einen PC. Dann lasse ich sie mal schreiben üben. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch schon bald was von der Uni hören, ne? Törtchen, komm, wir gehen dich mal baden. Oh, Luis, was machst du denn hier? Hey, Mace, ich wollte mal nach euch schauen. Oh, das ist nett. Komm doch rein. Aber Luis, es ist sehr schlechtes Timing. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ich bin ganz, ganz... Karamelltörtchen hat mich angepullert. Ich gehe erstmal duschen. Aber komm rein schon mal. Ist Myron gar nicht zu Hause? Doch, ich glaube, der macht Hausaufgaben. Hallo. Yuki, oder? Ja, ich bin Yuki. Hallo. Kennen wir uns? Das ist mein Dad, mein Stiefdad. Oh, okay. Ja, hi. Nett. Yuki, könntest du vielleicht Törtchen baden? Es stinkt bis zum Himmel. Ja, mache ich natürlich. Natürlich machen wir das, Leute. Natürlich. Karamellbaden geht es jetzt, bitte. Mach jetzt. Yuki, do it. Hey, Luis, bist du da? Wo ist Luis jetzt? Hey, Myron, das ist ja eine ziemlich coole Wohnung.
Ja, sorry, aber ich muss los zum Fußballtraining. Oh, ja, ich guck mal, ob ich dann noch da bin, wenn du wiederkommst. Viel Spaß beim Fußball. So, Raya holt sich jetzt was Leckeres zu essen. Echt cool, dass du vorbeischaust. Vielleicht sehen wir uns später nochmal, Luis. Ach, Macy, jetzt hol dir halt was. Hi, ich hätte gern was, ein Donut oder so, was Leckeres. Wir haben Zimtschnecken. Oh, geil. Ja, ich nehme so eine Zimtschnecke. Danke. Lecker. Ich möchte auch eine Zimtschnecke essen jetzt. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt und es ist 11.36 Uhr. Kein Problem für mich. Ich gucke gern Macy beim Zimtschneckenessen zu. Wir werden auf jeden Fall ihre Hausaufgaben jetzt noch machen. Wo sind ihre Hausaufgaben, Macy? Macy hat ihre Hausaufgaben irgendwo hingelegt. Leute, jetzt sind sie weg. Super. Jetzt muss ich ihr neue Hausaufgaben kaufen, weil sie verschlampert hat. Ich finde es nicht okay, Leute. Ich finde es wirklich nicht okay. Ach cool, man kann die Lehrbücher holen. Das ist ja witzig. Das habe ich noch nie gemacht, ne? Wahrscheinlich, weil man es halt auch am PC machen kann, die Kurse. Ja, nimm mal bitte deine Hausaufgaben raus und dann mach mal bitte alles auf einmal. Hä, Törtchen ist doch immer noch dreckig. Was ist denn hier los? Raya, kannst du das bitte übernehmen? Oh, was? Macy kann eine neue Gruppe badest du jetzt? Sie machen das nicht, Leute. Was ist denn das Problem? Ah ja, gut, okay, sie kommt halt nicht hoch in die Wanne, aber... Oh, oh, oh Mann. Yuki, guck mal, das ist dein Badezimmer. Kannst du bitte Karamell baden? Nee, kann sie nicht, weil ich die Tür abgeschlossen habe, aber ich habe doch die Tür nicht für den Hund abgeschlossen. Die Tür ist überhaupt nicht abgeschlossen, aber die ist abgeschlossen, ne? Für bestimmten Sim öffnen. Karamelltörtchen, wirklich? Muss ich die Tür für Karamelltörtchen öffnen? Ja, scheinbar schon. Nein! Sag mal, ich raste gleich aus. Ich hole jetzt eine Badewanne und die stelle ich in den Garten, Leute. Was ist los? Wir nehmen jetzt diese hier und die setze ich jetzt in den Garten rein. Das Blumenbeet muss leider weichen. Wir haben jetzt eine Dusche in den Garten. Das ist eine Freidusche, weil wir hier auch einen Pool haben. Okay, Leute, das ist eine Freidusche wegen des Pools. Und das ist ganz toll, dass wir sowas hier draußen haben. Was möchtest du eigentlich machen? Eine Beziehung beginnen. Das tut mir so leid, Yuki. Ich weiß nicht, mit wem du eine Beziehung beginnen möchtest. Gut, schön, Yuki. Karamell kriegt endlich mal eine Badewanne. Du bist im falschen Zimmer übrigens. Naja, mich fragt ja keiner. Bücher zu Ende lesen möchte sie gerne. Hast du ein Buch einstecken? Nee. Die Musik, ey. Ach, wait, das ist ja Luis! No way! Ich dachte, das wäre einfach Radio. So, Mädels, aber ich muss jetzt echt wieder nach Hause. Deine Mom wollte auch morgen vorbeikommen. Oh, Mom will vorbeikommen? Hierher? Ja, klar, sie will dich doch sehen. Ah, oh, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wenn Mom hierher kommt. Weißt du, das ist gar nicht ihre Welt. Naja, aber ich meine, sie würde sich schon freuen, dich zu sehen. Ja, wir schauen einfach. Luis, bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke, dass du da warst. Hab dich lieb, Luis. Ja, ich dich auch. Tschüss. Tschüss. Okay, wir gehen mal duschen, Leute. Oh nein, ihr geht's gar nicht so gut. Und sie hat auch voll Hunger, ne? Wieso? Warte mal, wait. Du kannst nicht in deine... Ach so, weil es die falsche Dusche ist. Ja, sorry. Geh mal ein kurzes Bad nehmen. Und dann lasse ich dich was essen. Sie ist halt super angespannt, ne? Ja, Myron, ich hoffe, die Pizza schmeckt, ne? Was ist denn dein Badezimmer? Ah, ich gehe mal ins falsche Badezimmer. Das war ja wieder mal doof, ne? Ich war wieder im falschen Badezimmer. Boah, ihr geht's nicht gut. Oh, sie muss auch ganz doll pieseln. Wait a second, Leute. Ging Blase und Hunger schon die ganze Zeit so schnell runter? Ich dachte, das ist, weil sie so angespannt ist. Ey, wenn die jetzt schwanger ist. Hatten wir nicht verhütet? Und sie nimmt die Pille? Wir hatten doch auch ein Kondom benutzt, oder? Jetzt erinnere ich mich schon wieder nicht mehr, ne? Ich glaube schon, weil sonst hättet ihr bestimmt in die Kommentare geschrieben, dass sie bestimmt schwanger ist. Aber das ist nicht gut, Leute. Das ist ein bisschen verdächtig. Es wäre natürlich jetzt auch ein bisschen lustig, wenn der erste Part, den ich in Amazing Life aufnehme, wo ich nicht vorbereitet bin, weil, wie gesagt, ich denke mir zum Beispiel immer aus, oh, wir machen heute die WG-Party oder heute wird unser neuer Mitbewohner einziehen oder was könnten wir machen? Oh, wir melden alle bei der Uni an. Ne? Also ich stelle mir ja schon so vor, was wir machen können. Wenn der Part jetzt das erste Mal komplett kontextlos beginnt und ich eigentlich, gut, ich meine, ich hatte schon im Kopf, dass ihr jetzt zum Beispiel mal Mom einladen oder so, da kann man ja bestimmt auch eine coole Story draus machen. Aber wenn sie jetzt schwanger ist, in diesem Part, dann raste ich aus, Leute. Aber ich mache jetzt keinen Schwangerschaftstest. Ich weiß, ihr seid bestimmt neugierig. Ich auch. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht schwanger ist und dass es nur Symptome sind, weil sie einfach so angespannt ist. Macy, du bist einfach nur sehr, sehr angespannt, weil das alles sehr, sehr stressig ist in deinem Leben. Geh Fernsehen. Ich habe auch immer Hunger. Bei mir würde der Hungerbalken auch schnell runtergehen. Das hat gar nichts zu bedeuten. Hey, Myron, wie läuft's bei dir? Gut. Bei dir? Ja, bei mir auch. Ich bin so gespannt, ob ich an der Uni angenommen werde. Oh, ja, du hast dich beworben, nicht
wahr? Ja, ja, aber schon vor Wochen. Irgendwie habe ich noch nichts gehört und ich habe echt Schiss, dass die mich ablehnen. Nein, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass sie dich ablehnen. Du hast bestimmt gute Noten und ja, geht so. Also, ich war nie besonders gut in der Schule, weißt du? Und naja, aber ich will unbedingt schreiben. Ich will kreativ sein und ein Literaturstudium oder ein Studium mit wo ich Bücher schreiben kann. Das wäre ein Traum, Myra. Das wäre so toll. Ja, aber das klappt doch bestimmt. Ich glaube ganz fest an dich. Danke, das ist echt lieb. Ich muss echt mal schauen und ja. Du siehst total fertig aus. Ist denn alles in Ordnung bei dir? Naja, ich, ich will da jetzt ehrlich gesagt nicht drüber reden. Oh, das hört sich nicht gut an. Nee, es ist echt stressig bei mir momentan und ich habe da jetzt gerade echt keinen Kopf, irgendwelche Geplänkel auszutauschen. Wie verstehen die beiden sich denn so? Ach so, Myron, sie findet ihn unattraktiv. Oh. Das ist schade. Das ist ein bisschen schade. Wie findet er sie? Einfach aussehend. Ich verstehe das gar nicht. Sie ist wunderschöne Frau. Naja, mich fragt ja keiner. Oh, kannst du mit Yuki vielleicht Karaoke machen? Das würde dir doch bestimmt gefallen. Yuki, machen wir together Karaoke? Karaoke? Hey Mace, komm doch dazu. Wir können zusammen singen. Oh, ich weiß nicht. Ich fühle mich heute nicht danach. Ich bin super angespannt und alles stresst mich gerade. Was ist denn los, Mace? Ach, keine Ahnung. Glaubst du das? Ich war mit Muni zusammen. Ja, ich hab's mitbekommen. Woher? Naja, Raya hat's erzählt. Sie hat dich wohl gesehen mit ihm. Oh, okay. Ja, aber Muni ist so ein Idiot. Wieso? Naja, meinst du nicht, er denkt wirklich jetzt, dass wir beide zusammen sind, aber vergiss es. Hä, was meinst du, Mace? Naja, als ob ich mich auf so einen Typen einlasse, dem ich es nicht wert war, mich zu trennen, dass er sich von seiner Freundin trennt. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, er wollte einfach nur mit mir in die Kiste. Mace, was? Du hast mit ihm geschlafen? Ja, es war gut. Es war mein erstes Mal und ich fand's schon gut. Und er ist heiß, also why not? Weißt du, ich dachte mir, ich bin alt genug und es war wirklich schön dafür. Du warst doch betrunken. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war leicht angetrunken. Das ist ein Riesenunterschied, Yuki. Außerdem war es wirklich, wie gesagt, sehr heiß. Also, ich kann mir gar kein besseres erstes Mal vorstellen. Vor allem mit diesem Mann, weißt du, er ist so reif und er hat schon so viel Erfahrung. Das war wirklich toll. Aber, ja, und jetzt willst du ihn einfach abservieren, oder was? Ja, das ist der Plan. Ich werde ihn abservieren und bevor er mich abservieren kann, ich lasse mich doch nicht von so jemandem verarschen. Mace, du hast deine Jungfräulichkeit an irgendjemanden verschenkt, den du gar nicht liebst? Jetzt tu mal nicht so, Yuki, als wärst du so ein Unschuldslamm. Als hättest du noch nicht mit einem heißen Typen geschlafen. Hab ich nicht. Was? Du bist auch noch Jungfrau? Also ich ja jetzt nicht mehr. Aber du bist noch Jungfrau, Yuki? Really? Du bist heiß, du bist hübsch, du bist attraktiv und alles. Wie kann es sein, dass du noch Jungfrau bist? Hast du gerade gesagt, dass ich heiß bin? Naja, du bist ziemlich hot, ja klar. Was? Macy? Yuki, jetzt tu doch nicht so. Aber warum... Ich dachte, du stehst auf Männer. Hä? Ja, klar stehe ich auf Männer. Aber das heißt doch nicht, dass ich dich nicht heiß finden kann, oder? Du bist schließlich meine beste Freundin. Ja, ja, schon, so. Na also, und ich meine, keine Ahnung, nur weil ich jetzt mit einem Typen geschlafen habe, heißt es ja nicht, dass Frauen nicht auch eine Option wären. Ich meine, guck dir Myron an. Myron hat sich nicht festgelegt. Vielleicht ist es für mich an der Zeit, mich auch nicht festzulegen. Ich meine, wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Und ich bin jung, hübsch und ich bin vor allen Dingen erfolgreich. Und ich will mir nicht vorschreiben lassen, wen ich zu lieben habe. Verstehst du, Yuki? Ja, ja, klar. Nein, das solltest du nicht. Du solltest offen sein für die ganze Welt. Mace, du solltest definitiv offen sein. Und es gibt so viele tolle Menschen. Und weißt du, Mace, ich bin auch vielleicht offen. Was meinst du? Bist du lesbisch? Naja, ich bin nicht festgelegt vielleicht. Oh, okay, interessant. Wie ist das so für dich? Keine Ahnung, ich hatte noch nie eine Freundin. Oh, okay, das heißt, du kannst mir nicht helfen. Nein, nicht wirklich. Okay, langweilig. Naja, auf jeden Fall, weißt du, es gibt so viele Dinge, die ich noch ausprobieren will in meinem Leben. Und da gehört Muni nicht dazu. Ja, wie gesagt, er ist heiß und er war wirklich gut. Naja, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, aber er war wirklich gut. Aber ich werde mal schauen, was noch so auf dem Markt läuft. Und ich werde ihn demnächst mal zu einem Date einladen und dann werde ich ihn so hart abservieren, dass ihm alle Tassen aus dem Schrank fallen. Verstehst du? Ja. Ja, doch, ich glaube, ich verstehe dich, Mace. Weil es haben halt ein paar von euch geschrieben, dass ihr es auch schön fändet, wenn Macy und Yuki zusammenkommen. Aber ich sag euch eins. Ich erzwing da nichts. Wenn die wollen, okay. Aber ich erzwing da nichts. So sieht's aus.
Wie finden die sich denn gegenseitig? Ich erzwing da nix. Sie sind schon mal nicht kompatibel. Neutrale Chemie. Beste Freunde. Naja, so guten Freunden gibt man noch mal ein Küsschen. Sie ist sprunghaft, Yuki. Guck's dir an. Sie ist einfach sprunghaft. Oh mein Gott, vielleicht bringt Yuki ein Date mit nach Hause. Um einfach aussehend wahrgenommen. Ich glaube, ich spinne ein bisschen. Weißt du, vielleicht, Leute, bringt Yuki eine Freundin mit nach Hause. Und dann ist Macy vielleicht so, oh mein Gott, die hat eine Freundin, was? Aber du hast recht, Macy. Vielleicht sollte ich da auch mal was Neues ausprobieren. Mit einem Mann oder mit einer Frau? Mit einer Frau. Ich habe da jemanden in meinem Kurs, die ist sehr schön und ich glaube, sie steht auf Frauen. Okay, krass. Und du willst sie einfach daten, oder was? Ja, wieso denn nicht? Du hast mich inspiriert. Oh, okay. Ja, mach doch dein Ding. Ja, vielleicht mache ich mein Ding. Okay, Leute, vielleicht machen sie ihr Ding. Was geht hier unten eigentlich? Habt ihr Beef oder versteht ihr euch? Vielleicht, wenn ich mich nicht einmische, verstehen sie sich vielleicht besser, ne? Oh, Leute, ich habe ein bisschen Angst, ne? Nee, guck mal, jetzt geht's gar nicht mehr so... Jetzt geht's doch normal runter. Lust auf... Ach so, du willst raus, Mace? Sag's doch gleich, Mann. Ich such dir die ganze Zeit hier drin irgendwelche tollen Aktivitäten, damit du nicht gelangweilt bist. Verstehst du, was ich meine? Sag mir das doch. Oh, Leute, ey. Sie hat viel Hunger, weil sie immer drin ist. Boah, ich finde Yukis Style so geil, ne? Die Jacke ist so cool. Yuki, meinst du, du kannst mir die Jacke mal leihen? Die ist echt toll. Oh mein Gott, Leute, ich hab so Schiss, ey. Ich bin nicht ready für diesen Part, wenn das passiert. Das wäre so wie ihr bei ihrer Mutter. Das wäre echt nicht... Ich habe das nicht geplant, ja? Ich hoffe, ihr wisst es, dass ich das nicht geplant habe. Aber guck mal, Blase geht gar nicht mehr runter. Vielleicht hat sie durch ihre Kopfschmerzen einfach nur besonders viel Hunger. Vielleicht hat sie sowas wie Diabetes oder so, oder? Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe überhaupt gar nicht auf die Uhr geguckt. Schlafen! Alle bitte, geht alle schlafen. Schnell, 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 schnell. Ich mache aber keinen Schwangerschaftstest, weil ich versuche das ja immer... Also natürlich, wir in Sims wollen immer einen Schwangerschaftstest machen, aber ich versuche das ja immer anhand der Geschichte zu schreiben, diese, ne, wie sie es machen und so. Und ich fände es super unrealistisch, wenn Macy jetzt einen Schwangerschaftstest macht, weil sie ja null damit rechnet. Sie hat ja mit ihrer Pille verhütet und ich gehe mal stark davon aus, dass sie null damit rechnen würde. Oh, wann muss Mace eigentlich ihre Präsentation halten? Mace stopft bitte nicht. Nein! Nein! Nein, 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 Leute! Ich war noch gerade so, was steht hier? Mace stopft die Empfängnisverhütung für die Dauer der Schwangerschaft vor. Von bitte? Nein, sie hat die Empfängnis... Nein, Leute! Das kann nicht wahr sein! No way! Hä, wir haben die Pille genommen! Dieser Drecksack hat nicht verhütet, ey! Scheibenkleister! Ah! Nein! Das passt überhaupt nicht rein in dieses Let's Play! Leute, was ist passiert? Ich wollte ihn doch noch abservieren und diese Dinge. Da wollte ich einmal ein Techtelmechtel in diesem Spiel. Als ob man so schnell schwanger werden kann. Weißt du, was ich meine? Andere brauchen Monate, Jahre. Und die Macy denkt sich so, ich bin im Studium. Ich hab einmal Sex in meinem Leben und ja, lass mich direkt ein Kind austragen. Ich glaube, ich spinne, ich bin nicht bereit. Macy, das ist scheibenkleistermäßig. Aber Macy bekommt es natürlich. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. In meinen Let's Plays gibt es keine Abtreibungen. In meinen Let's Plays gibt es keine Schwangerschaftsunfälle, Abbrüche durch eine Mod. Das habe ich alles rausgenommen. Ich weiß, dass es ganz hart umstritten ist, das Thema Schwangerschaftsabbruch. Aber in meinen Let's Plays gibt es das nicht. Einfach, weil ich niemanden damit triggern will und weil ich auch hier, wie immer, ein Happy Place schaffen möchte. Ich möchte, dass uns die Let's Plays aus dem Alltag rausholen. Ich möchte hier keine schlimmen Geschichten spielen. Ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile ganz gut. Und für die, die neu sind, that's it, Leute. Ich würde kein Kind abtreiben lassen in diesem Spiel. Das gibt's bei mir nicht. Aber es ist natürlich trotzdem super ungünstig. Das brauche ich euch nicht erklären, glaube ich. Scheibenkleister, Leute. Ja gut, ich muss meine Nase noch schniefen. Und dann muss ich mir jetzt was überlegen. Ich bin nicht ready dafür. Wir müssen jetzt natürlich so tun, als wären schon Wochen vergangen. Es sind jetzt 4 Wochen, nachdem sie mit Muni geschlafen hat. Und mit Muni hat sie immer mal wieder Nachrichten geschrieben, aber ihn nicht mehr gesehen seitdem, weil es ja, kann ja am nächsten Tag schwanger sein. Und jetzt geht sie weiß jetzt auch nicht, ne? Sie geht jetzt mal zu Yuki rüber, als ob sie sich jetzt freut, ey. Glücklich, weil sie schwanger ist? Bitte? Als ob sie glücklich ist. Wäre glücklich, ein Kind zu haben? Ich glaube, ich stelle das mal auf neutral, oder? Oh, das Schicksal hat entschieden. Das ist deswegen. Oh mein Gott, Leute, hier steht's sogar. Wer hasst es nicht, zu diesem geringen Prozentsatz medizinischer Verhütungsversagen zu gehören? Von jeder denkt, mir wird das nie passieren. Das heißt, es war wirklich ein Zufall, ne? Aber ich glaube nicht, dass sie damit glücklich ist, oder? Aber ich meine, vielleicht ja doch. Ihre Mom war ja super unglücklich, schwanger zu sein. Aber vielleicht ist es bei Mace echt anders. Ich glaube, ich will... Weil zum Beispiel Yuki will keine Kinder. Und Raya auch. Und
ich habe da ja nichts eingestellt bei Macy. Guck mal, Myron auch. Myron wäre auch glücklich, Vater zu werden. Leute, dann spiele ich das jetzt auch so. Ich mache das. Also ich werde da jetzt, ich weiß, also normal mache ich da ja schon unsere Story mit rein, aber wenn sie jetzt so einen eigenen Wunsch hat, dann spielen wir das jetzt auch erstmal so. Also, naja, ich mache jetzt erstmal weiter. Ich muss mir jetzt spontan was überlegen. Yuki. Yuki, wach bitte auf. Yuki, was ist los? Macy, es ist super spät. Wie viel Uhr haben wir? Yuki, bitte wach auf. Was ist denn los, Mace? Also, können wir uns setzen? Ja, klar. Wir hatten doch mal darüber gesprochen, wie das so ist mit der Zukunft und wenn man also Entscheidungen trifft und also es ist ja ein bisschen verrückt auch alles und... Willst du mir was sagen, Macy? Naja, also es ist so, dass ich manchmal, weißt du, manchmal weiß ich einfach nicht, wie das Leben so spielt und... Also, Macy, wenn es das ist, was ich denke, was du mir sagen willst, dann... Tu's einfach. Ich kann damit umgehen. Yuki denkt natürlich jetzt, dass Macy ihr gestehen will, dass sie sich in sie verliebt hat. Yuki, ich glaube, ich bin... Was bist du, Mace? Jetzt sag's mir. Ich glaube, ich bin schwanger. Warte mal. Was? Wie jetzt? Schwanger? Ja, ich glaube, ich bin schwanger, Yuki. Das ist das erste Mal, dass ich das laut ausspreche. Macy, wie konnte das passieren? Ich dachte, du hast Mooney abserviert. Naja, ich habe ihn noch nicht abserviert, aber werde ich ja bald tun. Aber ihr hattet doch nur einmal. Habt ihr nicht verhütet? Doch, ich habe die Pille genommen. Ich habe die Pille ganz regelmäßig genommen und ganz sicher. Macy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht? Seit wann weißt du es? Also, eigentlich weiß ich es noch gar nicht, aber mir ist seit Wochen schlecht und ich muss mich ständig übergeben. Ich habe schon gedacht, du hast eine Magenverstimmung. Ich habe dich als nachts gehört und mir Sorgen gemacht. Aber ich wollte dich nicht stressen oder so. Ja, und ich muss ständig Pipi machen und meine Brüste sind angeschwollen. Oh Gott, Mace. Und also, ich habe noch keinen Test gemacht, aber ich bin mir schon irgendwie sicher. Und ich habe Angst, es den anderen zu erzählen. Weißt du, meine Mom würde ausrasten, Yuki. Würde sie das? Ja, meine Mom wollte uns nicht. Oh, sag doch sowas nicht. Doch, das brauche ich auch nicht schönreden. Meine Mom wollte mich nicht. Und dann war ich da und sie war total überfordert und hätte mich, glaube ich, am liebsten auf die Straße gesetzt, als ich geboren bin. Nein, aber weißt du, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Was meinst du denn? Naja, ich fühle mich angespannt, gestresst, mir ist ständig schlecht. Ich krieg Pickel an Stellen, wo ich nie Pickel haben wollte. Und gleichzeitig bin ich so überglücklich. Weißt du, ich lag eben im Bett und hab meinen Bauch angefasst und da wächst ein Leben heran, Yuki. Ein Leben in meinem Bauch. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was du tun sollst. Das ist für mich jetzt genauso überraschend wie für dich. Ja, aber ich kann doch nicht. Ich liebe es, oder? Ich liebe dieses Baby im Bauch, oder nicht? Ja, vielleicht schon, Mace. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Yuki. Ich habe so Angst, es allen zu erzählen. Sie werden mich bestimmt verurteilen. Ich bin noch so jung. Aber du bist doch auch schon gleichzeitig so erwachsen. Du hast schon so viel erreicht in deinem Leben. Aber ich will reisen. Ich will die Welt sehen. Und das geht doch nicht mit Baby. Wie soll ich mit einem Baby die Welt bereisen? Ja, das wird schon irgendwie gehen. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich freue mich doch. Weil überleg mal, was das für eine coole Patchwork-WG ist. Wenn jetzt ein Baby kommt mit Yuki, Myron und Raya im Haus. Das ist ja irgendwie toll, oder? Voll die Patchwork-Family erstmal. Bis natürlich sich die Wege auch wieder ein bisschen trennen, aber das wäre irgendwie schon schön. Oh Mann. Mann, aber eigentlich wollte ich gar kein Baby. Zumindest noch nicht. Ich bin total geschockt, Macy. Ich weiß jetzt wirklich erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Das kommt so unerwartet. Ich weiß. Für mich kommt es auch so unerwartet und ich bin irgendwie auch überhaupt nicht ready dafür. Oh Mann, aber wir schaffen das schon irgendwie, Mace. Meinst du, Yuki? Ja, wir schaffen das. Ich bin für dich da. Ich weiß gar nicht, womit ich so eine tolle Freundin wie dich verdient habe. Ich bin immer für dich da und ich habe auch tatsächlich schon letzte Woche, als du aus dem Badezimmer kamst, in Unterwäsche, da habe ich schon gedacht, dass du irgendwie einen ganz schönen Blähbauch hast. Ja, nur dass es kein Blähbauch ist. Ich hatte noch nie mit Blähbauch zu tun. Ich bin immer schon rank und schlank. Aber das sieht man langsam, oder? Man sieht es, ja. Deswegen habe ich die ganze Zeit so weite Pullis an, weil ich dachte, ich kann es rauszögern. Aber wir müssen zum Arzt gehen mit dir, Macy. Ja, ich denke auch, dass wir zum Arzt müssen. Oh Mann, das wird ziemlich aufregend für mich und für uns alle. Das wird irgendwie total aufregend und eine kleine
Patchwork-Familie, meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Mom wollte heute vorbeikommen, aber ich kann es ihr nicht sagen. Aber du musst es ihr doch sagen. Nein, ich möchte erst zum Arzt, bevor ich es irgendjemandem sag. Oh, das ist echt verrückt. Sie möchte gern mit Frederick plaudern. Was machst du jetzt mit Mooney? Ich meine, er wird der Vater sein. Ja, natürlich wird er der Vater sein. Ich hatte ja nicht mit 20 Männern Sex. Ich hatte mit einem. Mein Gott, beim ersten Mal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Yuki? Ich könnte es dir vielleicht ausrechnen, aber nein, ich will das nicht hören. Nein, es ist zu unwahrscheinlich eigentlich. Oh, das. Aber ich meine, er ist ein heißer Typ. Vielleicht kriege ich ein heißes Kind, ein heißes Mädchen, einen heißen Jungen. Es wird bestimmt hübsch. Es wird bestimmt ein hübsches Baby. Davon gehe ich aus. Aber gut, was tun wir jetzt? Naja, wir sollten auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und du solltest mit Mooney reden. Ich werde ihn abservieren. Das werde ich erstmal tun. Ja, Leute. Was werden wir Mooney mit Mooney machen? Werden wir es ihm sagen? Werden wir es ihm nicht sagen? Ich könnte mir, also folgendes Szenario könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Macy es ihm nicht sagen wird. Ich meine, Mooney wohnt nicht hier, er sieht sie nicht oft. Wenn sie ihn jetzt abserviert, war es das wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Macy es ihm nicht sagen würde und ihm sogar, wenn er sie drauf anspricht, sagt, dass er nicht darf. Also, dass sie ihm vielleicht sagt, okay, wait, ich habe ja die Mod im Spiel. Ich könnte ihm sagen, dass wir schwanger sind, aber dass er nicht der Vater ist. Das könnten wir tun. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass Macy dieses Kind jetzt als ihr Eigentum sieht. Wisst ihr, dass sie sagt, das ist mein Baby, ich bin die Mutti. Weißt du, natürlich wird sie ihre WG-Leute mit einbinden, aber dass sie das so ein bisschen an sich reißt, wisst ihr? Wäre natürlich schade, weil es dann wieder mal eine Patch, also wieder mal eine Beziehung ist, ohne dass der Vater da wohnt, genau wie bei ihrer Mom, aber das haben wir uns jetzt selbst eingebrockt, ne? Oh mein Gott, ich dachte ja, die WG-Party war wild, aber das ist noch wilder irgendwie. Ja, aber ich glaube, da warte ich noch bis zum nächsten Part auf euch, was ihr dazu sagt, ob wir Mooney eben sagen sollen, dass er nicht der Vater ist oder ob wir es ihm sagen sollen und ihn halt einbinden. Ich meine, vielleicht will er ja auch gar kein Vater werden, ne? Das wissen wir jetzt auch gerade nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall erst im nächsten Part machen, weil das kriege ich jetzt nicht hin. Wir werden jetzt shoppen gehen, würde ich sagen. Yuki, du hast doch so viele weite Klamotten. Kannst du mir was von deinen Klamotten leihen? Ja klar, Macy, alles, was du brauchst. Okay, weil ich brauche Sachen erstmal, damit man es nicht sieht, sofort, weißt du? Okay, dein Alltagsoutfit, oh mein Gott, das ist alles so gebeult, ne? Sie hat auch direkt so einen Riesenbauch bekommen. Oh nein, man sieht's halt einfach schon voll, Leute. Ah. Kritisch. Ja, das ist aber gut, erstmal zum Kaschieren. Ja, Sport kann sie jetzt eh erstmal nicht machen, ne? Oh, Mist, ey. Also ich freue mich ja schon irgendwie, so ist jetzt nett, ne? Naja, wir tragen jetzt erstmal ein bisschen was, was halt weiter ist. Macy geht jetzt halt eher mal im Schlabberlook vor die Tür, ne? Guck mal, bei dem Outfit merkt man es auch nicht so stark. Das ist ein gutes Outfit. Das ist auch super. Das natürlich nicht, ne? Aber das ziehen wir jetzt auch einfach nicht an. Krass. Ja, also ich glaube, dass sie es jetzt wirklich erstmal geheim hält und wir werden auf jeden Fall im nächsten Part dann zum Frauenarzt gehen. In diesem noch nicht, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu heiß, die ganze Geschichte. Ja, Macy, jetzt musst du dir aber auch bitte das anziehen, was ich dir rausgesucht habe, ne? Sonst funktioniert das nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sie hat jetzt auf jeden Fall Bock auf Pizza, kann ich mir vorstellen. Es gibt heute Focaccia. Oh, es ist Erntefest mit diesen nervigen Zwergen, Leute. Oh nee, eigentlich gar keinen Bock auf die Zwerge. Kannst du mal bitte schauen, wie dein Bewerbungsstatus aussieht? Macy, wann gehst du zum Arzt? Ich habe morgen einen Termin bekommen. Okay, dann komme ich mit, ja? Ja, okay. Musst du heute in die Uni? Ja, ich muss jetzt zur Uni. Okay, überanstreng dich bitte nicht. Yuki, hör auf, da so zu reden. Staubsauger, wo bist du? Wieso? Hey! Oh mein Gott. Yuki wurde nicht zu den Spezialabschlüssen zugelassen, sehe ich zum ersten Mal. Wie krass. Okay. Was wollten wir mit Yuki eigentlich studieren? Ach so, eventuell Gaming oder sowas, ne? Computerwissenschaften vielleicht? Krass, sie hat das echt nicht bekommen, ne? Ja, dann vielleicht Computerwissenschaften. Ich werde jetzt erstmal kurz einen Staubsauger hier reinstellen, weil wir ein bisschen Krise haben mit Dreck und so. So, ich stelle den jetzt mal hier hin, den Staubi. Den gleich machen wir nach oben. Haben wir hier Platz? Oh ja, das können wir, glaube ich, hier ganz gut hinstellen. So, okay, dann können wir nämlich mal saugen. Und ich glaube, dass ich sogar den Part an der Stelle speichern werde und beenden werde. Ich kann mir jetzt gerade nicht so gut vorstellen, wie lang dieser Part ist in der geschnittenen Länge. Aber ich möchte jetzt ungern noch einen Schritt weiter gehen, zum Beispiel Mooney treffen oder zum Frauenarzt gehen. Das möchte ich super gerne im nächsten Part machen, weil ich unbedingt jetzt erstmal eure Meinung dazu lesen muss, weil keine Ahnung, wie wir das spielen wollen. Ich glaube wirklich, dass ich das schön fände, wenn Macy sich freut, wenn sie eine gute Mom wird und eben alles für dieses Kind tut, gleichzeitig aber trotzdem so ein Jet-Set-Leben führt und viel reisen ist und das Kind halt einfach mit
Kontakt nimmt und involviert und dass das jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen so ein WG-Baby wird. Das fände ich auch irgendwie ganz witzig. Gleichzeitig möchte ich natürlich wissen, was ihr davon haltet, dass wir Muni vielleicht gar nicht sagen, dass er der Vater ist. Aber das müsst ihr mir bitte sagen. Oder ob wir vielleicht ihm sagen, dass er der Vater ist und er aber gar keinen Bock hat. Oder dass er richtig Bock hat und sich voll involvieren will. Sagt's mir gerne. Ich bin sehr gespannt, was ihr für eine Meinung habt. Und dann ist die nächste Frage... Nee, nicht die nächste Frage. Wir werden im nächsten Part zum Frauenarzt gehen und erfahren, welches Geschlecht unser Baby hat, beziehungsweise wie viele es werden. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir eins kriegen, weil wir in diesem Let's Play auch noch nie Mehrlinge hatten. Deswegen ist es wahrscheinlicher, glaube ich, dass wir eins kriegen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr schreibt, meine Lieben. Hoi! Gut! Einmal ungeplanter Part, das mache ich nie wieder. Ich gehe nächstes Mal wieder mit dem Plan rein, das sage ich euch. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli.